großes Dankeschön, dass Sie uns eingeladen haben zu sich. Ich würde Ihnen ganz kurz erstmal unsere Leitfragen einfach nur vorstellen, die das Thema begleiten und die Fragen, die wir Ihnen stellen. Und da haben wir uns einfach gefragt, welche Auswirkungen hat die Professionalisierungsdebatte auf die Identitätsbildung der Sozialarbeiterin? Was macht das aus, wenn man sich mit professioneller sozialer Arbeit beschäftigt? Inwieweit fördert das, aber inwieweit ist das vielleicht auch hinderlich bei der Identitätsbildung der angehenden Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen? Und welche Handlungsperspektiven ergeben sich daraus? Und um jetzt erstmal einzusteigen in das Thema, würden wir gerne wissen, welchen Ort verbinden Sie denn in besonderem Maße mit sozialer Arbeit? Also geografischen Ort oder ja. Es kann auch ein erdachter Ort sein. Okay. Also da komme ich, glaube ich, nicht um das Jugendamt in Wiesbaden rum. Da war ich ja nun 14 Jahre lang. Da habe ich von da aus habe ich ja dann auch die externen Prüfungen gemacht. Und ich bin ja von Haus aus Psychologin auch. Und habe dann in dem Jugendamt in Wiesbaden eine Abteilung gehabt mit der Erziehungsberatungsstelle und habe das war mir aber nicht ausreichend interessant. Und ich habe dann diese Prüfung gemacht als Sozialarbeiterin und habe dann auch im Laufe dieser 14 Jahre auch alle möglichen anderen Sachen übernommen, also die Schulsozialarbeit und habe vor allen Dingen die ambulante Erziehungshilfe aufgebaut mit Familienhilfe und diesen ganzen anderen ambulanten Erziehungshilfen. Und das hätte ich wahrscheinlich ohne Sozialarbeitstudium im Rücken auch nicht gekonnt. Und ja, und da habe ich doch einen wirklichen ziemlichen guten Einblick in die Jugendhilfe bekommen auf diese Weise und habe mich auch in die anderen Abteilungen alle immer ziemlich reingemengt. Und es war eigentlich sehr schön. War meine schönste Berufszeit eigentlich, muss ich sagen. Aber damals war auch ein Jugendamt auch noch etwas, wo man auch die Hand für ins Feuer legen konnte. Also da habe ich mich auch wohl gefühlt und habe das auch ja voll, war voll, stand voll dahinter, hinter dem, was wir machten. Und ich denke, wir haben auch Gutes gemacht, gute Sachen gemacht. Und was hat Sie motiviert, sich aktiv in die Professionsdebatte oder in die Debatte um professionelle soziale Arbeit einzubringen? Sie meinen jetzt wahrscheinlich die Gegenwart, ne? Ich fange mal ein bisschen eher an. Also es war ja oder noch früher. Also ich habe ja angefangen zu arbeiten als Psychologin, damals noch in Krefeld und war in der ÖTV aktiv. Und damals gab es noch in jeder Stadt eine Sozialarbeitergruppe bei der ÖTV, wo ich dann auch war, wo dann alle Leute, die in dem Bereich tätig waren, drin waren, die organisiert waren in der ÖTV. Und da habe ich dann die ersten richtigen, so echten Sozialarbeiter kennengelernt, die mir dann erstmal beigebracht haben, was soziale Arbeit überhaupt ist. Vorher hatte ich das nicht so richtig mitgekriegt. Als Psychologe ist das überhaupt nicht in der Blickweite, ne? Und also ich habe in meiner damaligen Praxis als Psychologe immer Dinge erlebt, wo ich das Gefühl hatte, ich weiß irgendwas nicht, was ich wissen müsste. Und das wurde mir dann langsam klar, dass das die soziale Arbeit war. Also wenn es über die engen individuellen Geschichten der Leute hinausging, stand ich immer relativ hilflos da mit meinen Möglichkeiten. Sodass das eigentlich erstmal für mich eine eigene Erfahrung von Professionalität war, die Sozialarbeit zu brauchen. Und im Jugendamt dann später war mir immer unheimlich wichtig, dass die Sozialarbeiter selbstbewusster werden. Also im Vergleich zu heute war es noch besser, aber es war trotzdem zum Beispiel so, dass wenn ein Rechtsanwalt anrief im allgemeinen Sozialdienst und irgendwas über den Klienten fragte, dann kamen die Sozialarbeiter zum Teil gar nicht auf die Idee, dass es sowas wie Schweigepflicht gibt und spurten nicht los. Ne? Einfach so in der Hilfsbereitschaft so einer edlen Profession zu dienen und gegen solche Tendenzen bin ich eigentlich immer sehr, sehr stark also dagegen getreten. Und meine externen Prüfung hatte auch so ein bisschen eine provokative Inhalt, nämlich zu sagen, also ich bin zwar Psychologe und alle denken gerne, Psychologe ist sowieso ja, macht das bisschen Sozialarbeit mal gerade so mit, ne?
Und also allein um zu zeigen, Leute, um das hier zu machen, brauche ich diesen anderen Beruf, den ihr habt. Mit meinem kann ich da, komme ich da gar nicht weit. Ne? Das hat, war auch ein bisschen so ein bisschen ein politischer Appell damals schon. Ja, und dann bin ich ja an die Hochschule gegangen und habe mich um die Professionalität der Leute gekümmert. Es war eigentlich immer mein Hauptanliegen, also gute Professionalität auszubilden, und habe dann aber im Laufe der Zeit gemerkt, dass vieles dagegen arbeitete. Auf der einen Seite die ganze Entwicklung zum Bachelor, die also die Leute überhaupt nicht mehr dazu bringen will, scheinbar, dass sie professionell sich verstehen, sondern sehr stark so eine Tendenz, eben ja, Techniken zu lernen und Zeitmanagement, damit man da mit hinkommt und dann ist gut. Das auf der einen Seite, und dann habe ich über unsere Praktikanten, die ja immer wieder zurückkamen, langsam mitgekriegt, was inzwischen in der Praxis so passiert ist. Und dass dort also Professionalität, sagen wir mal, nicht immer hochgehalten wurde und immer mehr erschwert wurde. Und gegen Ende meiner Hochschulzeit habe ich ja dann angefangen, dieses Schwarzbuch zu schreiben, was Sie ja sicher kennen. Das war, ursprünglich war das mehr noch so, ich hatte es am Anfang, hieß es mein Schwanengesang, also so in Anlehnung an Schubert, sozusagen nochmal so zu sagen, was man noch so zu sagen hat. Ne? Und es war eigentlich mehr für mich so als Abrechnung mit dem doch frustrierenden Entwicklungen, die ich immer sah. Und als ich dann dabei war, so merkte ich, dass das eigentlich das ist, was die Studenten auch brauchen und die Praktiker. Und dadurch ist dann dieses Buch rausgekommen. Also nicht mehr als Schwanengesang, sondern mehr so als Unterstützung für die Praktiker und für die Studenten, zu merken, dass mit der sozialen Arbeit was nicht stimmt. Ne? Und zwar speziell auch die professionelle Arbeit eigentlich sehr stark Schaden genommen hat. Und viel immer mehr dagegen passiert in der Praxis, um diese Professionalität überhaupt, also dass man die überhaupt, selbst wenn man sie hat, man hat sie ja noch nicht mal unbedingt als Bachelor, Student dann, ne? Aber selbst wenn man sie hat, wenn man diese Ansprüche hat, wenn man sich als professionell versteht, dann wird es einem sehr schwer gemacht, das überhaupt sein zu dürfen. Ne? Es ist so eine Tendenz in der Praxis, dass von oben gesagt wird, wie soziale Arbeit geht. Also von Fremden wird sozusagen gesagt, wie Sozialarbeit zu funktionieren hat und worum es geht, was die Ziele und die Wege sind, welche Methoden man benutzt hat. Handbücher gibt es beim Träger. Ne? Und viele sagen dann, also das, was ich gelernt habe, kann ich eigentlich nicht verwenden. Also ich kann eigentlich nur machen, in dem engen Rahmen, der mir vorgeschrieben ist, was ich tun soll. Wer trotzdem verantwortlich gemacht wird, das, was ich mache, aber es ist eigentlich ja gar nicht das, was ich machen würde, wenn ich so arbeiten könnte, wie ich es gelernt habe. Also professionell mit, sagen wir mal so, dass ich in entscheidenden Momenten auch meinen Verstand einschalten darf und überlegen darf, was mache ich jetzt am besten. Und das ist eine Situation, die heute nicht mehr beliebt ist. Es gibt ja so Untersuchungen, wo festgestellt wurde, dass diese Programme, die die Leute so in der Praxis durchziehen, also die relativ festgelegt sind, dass die am besten mit Leuten funktionieren, die gar nicht studiert haben, also mit Angelernten. Ja, weil die natürlich nicht auf die böse Idee kommen, mal zwischendurch selbst zu denken. Und die Leute, die aber eine eigene Vorstellung haben von Sozialarbeit, die bringen diese Programme durcheinander und dann klappen die nicht. Also ist das gar nicht beliebt, so vorzugehen. Also so bin ich also zu dem Thema Professionalität gekommen. Ich kann das heute nicht mehr nur als eine Ausbildungsfrage sehen. Für mich ist das heute auch eine politische Frage, weil ich einfach sehe, dass professionelle Sozialarbeit im Moment etwas ein ungeliebtes Kind ist. Genau, wie beurteilen Sie denn Ihre Rolle in dieser Professionsdebatte? Jetzt die aktuelle Situation. Ja, ich bin halb gewollt und halb aber auch zufällig in eine Rolle geraten, die ich zum Teil gar nicht unbedingt haben will, weil sie mir eigentlich etwas zu anstrengend ist für mein Alter und für meine Situation. Ich habe ja angefangen, so 2 Jahre vor der Pensionierung mit sowas. Hatte auch eine Studentengruppe in Jena, die so ein bisschen sich in Fragen von Berufspolitik und so umgesehen hat. Wir haben Veranstaltungen gemacht. Das waren dann so die letzten Jahre, wo das anfing. Und durch das Schwarzbuch ist dann einfach passiert, dass mich ständig zu Vorträgen eingeladen werde und inzwischen auch doch durchaus relativ bekannt bin.
Das spiegelt überhaupt nicht mein Berufsleben wider. Ich war also eine ganz normale Professorin, die so ihre Lehre machte. Ich habe zwar auch Forschung gemacht, aber hinterher dann auch immer weniger, weil es doch sehr, sehr viel alles war. Ja, und auf einmal bin ich also bekannter als in meiner Berufstätigkeitszeit. Und ja, und ich sehe, eins, ich sehe, dass es nicht viele gibt, die sozusagen diese Rolle haben. Deswegen kann ich nicht leichtfertig sagen, so, es war jetzt, ist jetzt gut 3 Jahre und jetzt ruhe ich mich aus. Ne? Weil es ist wohl so, wenn ich das so beurteile, die Leute, die direkt in der Praxis sind, sind einfach so ausgepowert und so zu, dass die die Kraft kaum haben. Die sind abends fertig, die haben auch sonst das Gefühl, ich will von dem Alten nichts mehr hören und da kommt relativ wenig ja, an wirklicher Kraft und Aktion. Die machen gerade so mit, aber so in Initiative und jetzt mal irgendwie sich vorne an der Spitze stellen und mal irgendwas machen, kommt von den Berufstätigen kaum. Und die Wissenschaftler, die ja, es gibt ja durchaus sehr viele, die die Lage auch kritisch sehen, aber die meisten davon bleiben in ihrer Wissenschaft drin und begnügen sich dann mit tollen Analysen und sagen, bitteschön, Praxis, ja, mach was damit. Und davon fühlt sich die Praxis überfordert, schon allein, weil diese Texte zum Teil so geschrieben sind, dass sie eben nur von Insidern gelesen werden können. Ne? Und ein Praktiker, der kann das nicht, wenn er abends kaputt ist, mehr lesen, das ist völlig klar. Aber die Wissenschaftler haben eine unheimliche Angst, ja, sozusagen ihren Ruf als Wissenschaftler einzubüßen, wenn sie sich zu sehr engagieren. Also ein Schulterschluss mit der Praxis machen nur ganz wenige. Und ich sehe es ja an den Reaktionen auf das, was ich so treibe. Da nimmt man immer so ein bisschen von, ne, als Wissenschaft so ein bisschen Distanz und Aktionismus und das ist doch gar keine richtige Wissenschaft und so, ja, in der Art. Und es gibt eben sehr wenige Personen, die es versuchen, diese Verbindung herzustellen zwischen Wissenschaft und Praxis. Also das ist wohl offensichtlich das, was ich einigermaßen hingekriegt habe, dass ich mich um die Praxis kümmere, aber trotzdem den Hintergrund für diese ganze Problematik liefere. Und dazu sind sich die Wissenschaftler scheinbar, ich weiß nicht was, ob zu gut oder ob sie meinen, das können sie nicht. Und die Praktiker wiederum können nicht an den anderen an den Hintergrund anschließen. Also ich kenne wirklich nicht sehr viele, die diese Rolle eben auch haben, diese Verbindung zwischen Praxis und Wissenschaft und, na, und gleichzeitig einem Versuch, deutlich zu sagen, was los ist. Das hängt natürlich damit zusammen, dass ich nichts mehr zu verlieren habe, Leute, ne? Ist ja klar. Deswegen, als ich gearbeitet habe, erst habe ich es gar nicht so richtig gesehen und habe gedacht, ach, wenn die Leute gut ausgebildet sind, dann kriegen die das schon hin. Und als ich es dann sah, war ich aber trotzdem nicht in der Lage, da richtig Rabatt zu machen. Das ist sehr schwer, auch für einen Hochschullehrer, ne? Und erst mit Sicht auf Pension konnte ich überhaupt. Und das hängt auch damit zusammen. Ich meine, es wären Stellen nicht gefährdet gewesen oder so, aber man muss sich dann mit den Kollegen auseinandersetzen. Ne? Die sind nicht gerade begeistert. Wir hatten ja auch sehr viele Management angehauchte Leute und so weiter. Also ich habe im Grunde genommen jetzt eine Position, die ich eigentlich im Nachhinein rückwirkend gerne schon in der Berufszeit gehabt hätte. Aber da habe ich mich ja zum Teil nicht getraut, zum Teil war es mir zu viel auf einmal, ne? Und zum Teil fehlte mir der Widerhall von den Studenten und von den Kollegen und irgendwie habe ich das auch nicht gebacken gekriegt und ich hole das jetzt sozusagen nach, ne? Und komme nicht wieder raus, weil ich einmal angefangen habe. Und ja, es gibt also, ich weiß nicht, Frau Kohnen, die kennen Sie vielleicht, ne? Das ist auch so eine, die sagt immer, ich bin ihre Schwester im Herzen und im Geiste. Also die kämpft eben auch einfach so, ne, heftig vor sich hin für die Praxis, hat auch viel Ahnung und oft, sie wird auch ein Stück gehört, denke ich. Aber auch da, die Wissenschaft sagt, Frau Kohnen, ne, die distanzieren sich. Die stellen sich das irgendwie so vor, dass es reicht, wenn sie drauf gucken und sagen, was nicht in Ordnung ist oder was problematisch ist, vielleicht. Man kann es ja aber auch so sehen und so weiter. Und das ist dann alles. Ich habe neulich, ja, vor wenigen Tagen war ich in Görlitz. Mit einer Gruppe von Praktikern habe ich mich getroffen. Die wollten, dass ich einen Vortrag halte. Das war dann aber eine kleine Gruppe.
von 25 Leuten. Wir haben uns vor allen Dingen unterhalten. Und dann eine sagte zu mir, Frau Seite, was können wir machen, dass die Wissenschaft den Jugendämtern sagt, dass das, was da läuft, ganz falsch ist. Also so eine Hoffnung, Wissenschaft, nun sag doch endlich mal, was los ist. Das ist doch nicht in Ordnung. Ja, und da musste ich ihr leider sagen, da können sie lange warten. Ne? So direkt wird das kein Wissenschaftler sich trauen. Erstmal ist die Hochschule ja genauso inzwischen wie die Praxis durch und durch von diesem Konkurrenzdenken und von dem Effizienzdenken geprägt. Ne? Die kommen da genau auch nicht raus. Die Atmosphäre unter den Wissenschaftlern ist auch nicht berauschend mehr. Ja, und sehr gut, die haben alle eben auch natürlich was zu verlieren. Ich habe einen jungen Kollegen, der jetzt relativ jung Professor geworden ist, der war sowas von aktiv politisch. Ne? Jetzt ist er ganz still. Ne? Jetzt muss er erstmal gucken, dass er da klarkommt und so weiter. Deswegen habe ich schon gesagt, wir müssen einen Rentnerclub aufmachen. Die haben dann wahrscheinlich am ehesten, ne, lauter pensionierte Sozialarbeiter, die könnten vielleicht am ehesten auf die Sahne hauen. Solange sie noch können, das ist das Problem. Ne? Denn eigentlich sind wir nicht die Richtigen. Eigentlich müsste das zwei Generationen drunter passieren. Aber gut, also solange ich noch kann, nehme ich die Rolle an. Sagen wir mal, sie ist mir nicht auf den Leib geschrieben. Wenn es um Fernsehauftritte geht, dann kneife ich meistens. Aber ich übe jetzt. ich hatte also schon verschiedene Wünsche, wo ich dann wirklich Nein gesagt habe, weil ich das Gefühl hatte. Ich kannte auch die Talkshows, um die es da ging, und ich dachte, ich bin denen nur entweder ihr Alibi oder sie legen mich voll auf die Schnauze. Ne? Und ich bin dann auch wahrscheinlich nicht gut genug, um das rauszureißen. Da habe ich dann verzichtet. Radio geht schon eher. Ja, aber na gut, man muss hineinwachsen. Aber es gibt bestimmt viele Leute, die das eigentlich viel besser könnten. Aber die sind irgendwo nicht aufzutreiben. Und die Leute sprechen jetzt natürlich auch mich an, weil sie mich kennen. Ne? Ich versuche das immer so ein bisschen zu kanalisieren, aber es bleibt dann mehr oder weniger doch bei mir. Ich suche noch einen Weg, wie ich das alles etwas reduziere, ohne völlig aus dem ganzen Feld zu gehen, denn das werde ich doch nicht können. Ich habe eigentlich gedacht, wenn ich pensioniert bin, dann will ich das Wort soziale Arbeit nicht mehr hören. Das war mal so, vor 10 Jahren habe ich sowas dann gesagt, aber das weiß ich, dass das jetzt nicht mehr geht. Also bin ich doch sehr identifiziert über die vielen Jahre. Ne? Ich habe 36 Jahre soziale Arbeit gemacht, praktisch. Und das prägt dann doch. Ja. Also wird es wohl noch irgendwo an mir hängen bleiben. Ich würde gerne nochmal auf dieses Thema Macht und von oben und ja. Geldgeber zurückkommen. Es gibt ja das Sprichwort, wer die Kapelle bezahlt, bestimmt, was gespielt wird. Ja. Und welche Haltung und welches Menschenbild können wir als angehende Sozialarbeiter oder auch schon als aktive Sozialarbeiter diesem modernen Dienstleistungsgedanken entgegentreten? Naja, da kommen wir praktisch wieder zur Professionalität. Ne? Denn dass dieses, wie heißt es? Es ist so ein ähnlicher Spruch. Ne? Wes Brot ist das Lied, singen, genau. Beschreibt ja wirklich ein total enges Abhängigkeitsverhältnis von dem Geldgeber. Ne? Und Profession ist eine ihrer Merkmale, dass die Profession sozusagen ihre eigenen Regeln hat und nicht in diese Abhängigkeit eigentlich geraten darf. Also zum Beispiel würde sich ein Arzt zum Beispiel nicht von seinem Geldgeber vorschreiben lassen, wie er operiert. Ja, da wird er sagen, da hast du nichts mit zu tun. Das ist mein Metier, das habe ich gelernt. Aber bei uns hat keiner Hemmungen, genau so vorzugehen. Ne? Das heißt, uns wird die Professionalität im Grunde genommen nicht gewechselt. Die wird, es wird so getan, als hätten wir nicht etwas gelernt, was uns befähigt, nach unserem Wissen und Gewissen wirklich schwierige Aufgaben zu lösen mit Menschen. Ne? Das wird einfach in Frage gestellt. Und stattdessen kommen dann Politiker hin und Verwaltungsleute und Manager vor allen Dingen mit ihrer Betriebswirtschaft und definieren von sich aus, was sie meinen, was soziale Arbeit ist, was Erfolg in der sozialen Arbeit ist, wie man da vorgeht, was die Ziele sind. Ne? Das sind alles Sachen, die gehen die eigentlich überhaupt gar nichts an. Ne?
wir bräuchten im Grunde sowas wie einen Hippokratischen Eid, haben wir eigentlich auch, ne? Denn es gibt ja also diese internationalen Verbindungen von der sozialen Arbeit, die also sehr, sehr klar definiert haben, dass soziale Arbeit in Richtung Menschenwürde und so weiter definiert ist. Aber das können Sie mal Ihrem Arbeitgeber sagen, der pustet Ihnen eins. Ne? Das würde mit einem Arzt nicht passieren. Obwohl sie auch da natürlich versuchen, ne? Die Kliniken sind ja nun auch inzwischen in großen Schwierigkeiten. Und ich kenne auch Ärzte, die daran verzweifeln, dass sie nicht das Geld kriegen, um wirklich gute Medizin zu machen. Aber es geht bei uns, glaube ich, leider viel, viel, viel leichter. Ne? Und wir haben jetzt, ich hatte gerade ein Gespräch mit Leuten vom Allgemeinen Sozialdienst in Berlin-Mitte. Wir bereiten ein Forum vor für den Deutschen Jugendhilfetag. Mit der schönen Fragestellung, warum ist der AST als Einsteigerfeld für die frisch gebackenen Sozialarbeiter nicht interessant? Die haben Schwierigkeiten, Leute zu finden. Ne? Und es wurde dann, also erst hieß es ja, wir wollen ja nicht nur meckern, ne? Also die Haltung auch wieder, wollen doch auch sagen, was gut ist und so. Und ich habe gesagt, also dafür sitze ich nicht hier, ne? Ich finde die ganze Fragestellung völlig irre und natürlich, ich würde heute niemand zum ASD schicken. Aber wir haben dann ganz schön inhaltlich diskutiert und das wurde dann eben immer deutlich, dass die ASD-Mitarbeiter ganz konkret eine unheimliche Verantwortung spüren. Ne? Sie werden ja schuldig gesprochen, wenn wieder mal ein Kind stirbt und so weiter. Aber das ist deshalb so ganz schlimm, weil sie eigentlich nicht handeln dürfen, wie sie wollen. Ne? Es ist ein Problem da und dann gibt es vorgeschriebene Schritte, was sie dokumentieren müssen, wie sie vorzugehen haben, was sie nicht machen dürfen. Und das ist gar nicht das, was sie täten, wenn sie denken dürften. Ne? Und trotzdem haben sie hinter die Verantwortung. Also sie tragen die Verantwortung für eine Sache, die sie gar nicht verantworten können. Und das macht die Leute, glaube ich, so fix und alle. Ne? Das ist so, ja, mir sind die Hände gebunden und trotzdem kriege ich dann hinterher Prügel für das, was passiert. Ne? Und das ist im Grunde das Gegenteil von Professionalität. Und deswegen denke ich, wir dürften nicht das Lied singen, sondern wir müssten die Haltung haben, aus professionellen Gründen und aus fachlichen Gründen ist das unmöglich, was da läuft. Ne? Also nur ein kleines Beispiel. Es ist in dem jüngeren Buch, das Sie wahrscheinlich auch kennen, ne, mit den Geschichten. Das kann ich nicht verantworten. Ist das kennen? Ja, das ist auch drin. Also so eine ganz harmlose kleine Sache. Ich bin Sozialarbeiter und muss zusehen, wie meine Familie, die ich da mühsam drauf vorbereitet habe, eine Familienhilfe kriegt bei einem Träger, von dem ich weiß, dass der ungrottenschlecht arbeitet. Ja, wo ich jetzt schon weiß, dass die Mutter entsetzt sein wird und dass da keine Kommunikation stattfindet und dass die nur aufs Geld gucken und dass die möglichst billig und mit keinen ausgebildeten Leuten arbeiten und so weiter. Kann aber nichts machen, weil mir mein Chef sagt, wir müssen die belegen. Der Senat hat mit denen einen Vertrag abgeschlossen, weil sie die billigsten waren. Ja? Ja, da kann ich doch nur sagen, das kann ich wirklich nicht verantworten. Ja, und ich als professionelle Sozialarbeiterin müsste man eigentlich sagen, nein. Und wenn alle das sagen würden, wäre es auch kein Problem. Sind wir uns ja einig. Ne? Aber wenn es einer sagt, dann heißt das ja, wenn sie das nicht machen wollen, dann gibt es 5 andere, die es machen. Und davor haben sie alle Angst. Ne? Es geht darum, einen Weg zu finden, dass zwar nicht alle, aber mindestens vielleicht sagen wir erstmal ein Drittel Nein sagt. Das würde auch schon reichen. Aber wir kommen in Situationen, die fachlich unmöglich sind. Ja? Und trotzdem werden sie gemacht und müssen angeblich gemacht werden, ohne dass wir irgendetwas tun können. Nicht? Also stellen Sie sich das auf der medizinischen Seite oder auch bei Lehrern oder anderen Professionen vor, ne? dass Sie praktisch gezwungen werden, durch die Umstände irgendetwas zu tun, wo Sie sagen können würden, das ist fachlich überhaupt nicht tragbar. Und Sie müssen es aber tun. Ja? Und zum Schluss heißt es dann, warum ist aus der Familienhilfe nichts rausgekommen? Und dann ist man schuld. Und das ist also so eine perverse Angelegenheit, muss ich sagen, die, wenn man das zu Ende denkt oder wenn man das sich immer wieder erzählen lässt von Leuten, dann kriegt man wirklich langsam zu viel. Aber das zum Thema Professionalität. Ne? Sie würde uns eigentlich genau vor dieser Gefahr schützen, aber sie wird nicht unterstellt, sie wird nicht ernst genommen und leider, das muss man auch dazu sagen, die Sozialarbeiter glauben mir selbst nicht dran. Meisten oder viele heute
würden auch nicht sagen, dass es eine Profession ist. Und das ist natürlich ein ganz trauriges Kapitel. Damit hat der Bachelor einiges zu tun, ne? Und es hat einfach auch, natürlich ist schon dieser Geist, dass ja, soziale Arbeit als Dienstleistung, der ist natürlich auch schon in den Hochschulen drin, ne? Oder auch sowas wie Parteilichkeit, ne? Soziale Arbeit, das gehört zu ihrer Profession dazu, dass sie nicht neutral den Problemen gegenübersteht, sondern sich besonders für die einsetzt, die die wenigsten Ressourcen haben in dieser Gesellschaft, ne? Das wird also heute heftig bestritten, und ich hörte neulich, dass eine der von ihrer Chefin vorgeworfen gekriegt hat: Du bist ja co-abhängig mit deinen Klienten. Also, Sie kennen das Konzept der Co-Abhängigkeit. Das heißt, es wird also eine professionelle Haltung der Parteilichkeit wird einem im Halse umgedreht als eine, ja, im Grunde als ein eigenes Suchtverhalten. Das heißt, nicht nur nicht professionell, sondern eigentlich müsste man aus dem Verkehr gezogen werden. Ne? So wird das verdreht. Und da bleibt einem schon die Spucke weg. Und da kann ich dann auch nicht sagen, ich beschränke mich auf meinen Ruhestand, weil es auch immer schlimmer wird. Ne? Ich höre immer noch ein paar, meine Schwarzbuchgeschichten sind ja sowas von nett. Also ich höre inzwischen Sachen, da fällt mir die Butter vom Brot. Es wird nicht überall, das ist auch noch so eine Sache. Es ist nicht gleichmäßig schlecht. Es gibt Städte, da geht es besser. Da ist vielleicht einer am Ball, der ein bisschen ehrlicher wirklich gute Arbeit machen will und leisten will. Dann gibt es auch Länder, die schlechter dran sind. Also Hamburg zum Beispiel ist eine Katastrophe, ne? Berlin auch. Es sind natürlich meistens die mit angespannten Kassen, aber worüber streiten Sie sich jetzt gerade in Berlin? Da bauen Sie in einem dieser Plattenbauvororte, um ihn attraktiv zu machen, eine Seilbahn für die Touristen für ein paar Millionen Euro, ne? Und gleichzeitig ja, ist da in allen möglichen sozialen Bereichen, also null. Bewegt sich nichts mehr. Aber da sieht man so, die Leute, die zu entscheiden haben, die haben einfach kein Verhältnis zur sozialen Arbeit. Ne? Die halten die für unwichtig. Die Menschen auch, die da dran hängen. Wenn Sie eine Gedankenspur hinterlassen könnten, können oder möchten, welcher Satz oder welche Worte würden über Ihrer Arbeit stehen? Also welche Gedankenspur würde quasi über Ihrer Arbeit stehen? Die ich der Nachwelt hinterlassen will, sozusagen, ja, oder denn. Vielleicht einfach sowas wie: Lasst euch das nicht gefallen. Ja. Weil es ist ja, einmal ist es so, wie es ist problematisch. Es kann so nicht bleiben, aber es ist natürlich auch problematisch, dass die Leute sich nicht wehren. Das ist ein großes Problem, diese Anpassung und dieses, es ist halt so, und dieses Denken, es ist ein Naturgesetz und modern und heute müssen wir halt so. Ne? Das finde ich also mindestens so belastend wie das andere. Und das zusammen ist natürlich die Katastrophe. Wir haben die Wunderfrage ein bisschen umgewandelt und stellen Sie sich vor, Sie wachen morgen auf und soziale Arbeit ist weg. Woran macht sich das bemerkbar? Ist weg. Ist weg. Ich fürchte, dass sich das erstmal kaum bemerkbar macht. Ja, weil sie ja auch gar nicht so, im Moment gar nicht so eine Bedeutung hat. Sie wirkt ja gar nicht wirklich. Das werden die Leute merken, die plötzlich keine Unterstützung mehr kriegen und keine Hilfe. Aber die Öffentlichkeit wird es wahrscheinlich kaum registrieren, und dann, wenn dann eben, was weiß ich nicht, die Gewalt zunimmt, dann wird man eher auf die Polizei zurückgreifen und wahrscheinlich denken, naja, Sozialarbeiter waren ja auch nicht viel was anderes. Ne? Also ich glaube nicht, dass jetzt in der gegenwärtigen Situation das für die normale Bevölkerung überhaupt so deutlich sichtbar würde. Und es würde auch wahrscheinlich genauso vertuscht, die Folgen, wie jetzt die Folgen von der Situation vertuscht werden. Es wird ja gesagt, ja, ihr macht ja unter schwierigen Bedingungen trotzdem eine wunderbare Arbeit, ne? Und damit sind alle mundtot. Als ich noch im Jugendamt war, hat mein Jugendamtsleiter öfter gesagt: Wir machen einfach mal 5 Wochen gar nichts, mal gucken, ob sie es merken. Aber da war das schon noch anders. Da hätte man doch an vielen, vielen Sachen
wirklich gemerkt, dass etwas auch in der Öffentlichkeit fehlt. Ne? Aber es wird auch fehlen, aber denen es fehlt, die fallen nicht ins Gewicht. Das wird man gar nicht so registrieren. Ne? Welchen Stellenwert meinen Sie, hat soziale Arbeit in der Zukunft? Das ist die Frage, wie die Zukunft aussieht. Ne? Also, wenn man das schwarz sieht, würde ich sagen, wird sie zu dem, was sie ja auch immer schon war, aber dann ist sie nur noch das, nämlich ein Anpassungsinstrument und ein Kontrollinstrument und also sie reglementiert halt die Leute, die wenig Chancen und keine Ressourcen haben, damit sie irgendwo zufriedengestellt werden oder ruhig gestellt werden. Ja. Das, denke ich, ist so die dunklere Vision. Und wenn es doch gelänge, das Rad irgendwie festzuhalten, ja gut, dann würde uns nur eins retten, nämlich dass wir die ganze Profession nochmal wirklich, ich sage jetzt mal, modernisieren, aber nicht im Sinne von dem, was jetzt läuft, sondern vom Fachlichen her. Es ist nämlich ein ganz großes Problem, dass es natürlich viele Felder und Bereiche gibt in der sozialen Arbeit, die reformiert und die fachlich neu erarbeitet werden müssten. Dass wir aber gar nicht dazu kommen, weil wir uns nur wehren können gegen das, was man im Moment von uns verlangt. Ist ja nicht so, dass das alles nur wunderbar war vorher. Ne? Es gab viel zu tun und gibt viel zu tun. Und es gibt ja auch neue Situationen, neue Aufgaben. Aber wir sind im Grunde nur in so einer Defensive oder eben in einer Anpassung. Und es gibt keine Chance, die Sozialarbeit quasi neu zu entwickeln. Die muss sich ja, so eine Professur muss sich ja auch immer wieder neu entfalten und ja, auch neue Möglichkeiten entwickeln, aber nicht eben jenseits ihrer eigentlichen Profession. Also die Kernelemente der sozialen Arbeit, die müssen erhalten bleiben. Also zum Beispiel, dass sie mit Kommunikation zu tun hat und nicht mit Direktiven. Also nicht Fallmanagement, sondern Beziehungsarbeit. Und wenn ich jetzt von Reform rede, dann meine ich natürlich jetzt nicht, wir schenken uns die Beziehungsarbeit und machen ein modernes Fallmanagement, sondern wie kann heute Beziehungsarbeit aussehen? Wie müsste sie aussehen? Ne? Und was müssten sie uns wert sein, sie zu bezahlen? Also eine Modernisierung auf der Basis der Fachlichkeit. Das, denke ich, wäre angebracht. Das geht natürlich nur, wenn es uns gelingt, das Heft in die Hand zu nehmen als Profession und wieder unsere Profession selbst zu bestimmen. Ne? Sonst haben wir da nur Chancen. Und welchen Stellenwert haben Theorien? Also ein weites Feld mit den Theorien. Fällt mir jetzt spontan eine Frau ein, die Diplomprüfung machte, letzte Prüfung, die Theorie und Methoden hieß, in der sozialen Arbeit und die sehr keine Ahnung hatte, wirklich ganz schlecht. Wir haben ihr noch eine 4- gegeben. Und als die Note ihr gesagt wurde, die sogenannte Notenverteidigung, sagte sie: Ach so, und jetzt bin ich frei, jetzt gehe ich in die Praxis und da brauche ich nie wieder eine Theorie hören. Na? So haben wir gedacht: Warum haben wir nicht eine 5 gegeben? Gut, aber. Also dieses Problem Theorie und Praxis ist überhaupt nicht gelöst. Jetzt mal ganz weg vom Politischen, ne? Sondern es ist bisher nicht möglich, dass die Praktiker diese Theorien wirklich nutzen können. Also es könnte sehr viel mehr für sie dabei rauskommen, wenn sie die wirklich ja damit also etwas von ihnen haben würden, etwas sie damit arbeiten würden. Die haben so einen blassen Tau, was alles so gibt. Und dann lernt man noch so, es gibt dies und das und dies und das, ja gut, und ich mache jetzt eben das. Warum, weiß ich auch nicht so genau. Aber die Praxis hat dann so ihren eigenen Rhythmus und dann macht man eben irgendwie sich was zurecht. Ne? Aber es läuft so total isoliert nebeneinander. Und ich denke, es ist nicht dasselbe. Die haben ihre eigenen Gesetze, aber es müsste mehr Verbindung hergestellt werden. Es müsste einfach mehr Verbindung hergestellt werden. Wobei ich ja festgestellt habe, dass die Studenten dann schon mit Theorie alles bezeichnet haben, was nicht. Was überhaupt nur mit Denken zu tun hatte. Ne? Also schon, wenn man dann sagte, wie wird das denn da gemacht? Das ist ja unmöglich. Das müsste man doch ganz anders machen. Dann wird das schon also darüber nachdenken, wie es eigentlich sein könnte, wird dann schon unter Theorie gefasst. Also der Begriff ist sehr unscharf. Ne? Aber was mir eigentlich wichtig ist zum Thema Theorie, ist, dass, sagen wir mal, im Grunde eine dominierende Theorie die soziale Arbeit beherrscht, auch an den Hochschulen. Und das ist im Grunde genommen eine, wie soll ich sagen,
ja, eine Theorie, die immer mehr sich von Gesellschaftswissenschaften abwendet und immer mehr die Probleme einfach nur da, wo sie sind, sieht und individualisiert und auf den einzelnen Menschen bezieht. Und die Hintergründe für die Entstehung von Problemen, die ja sehr, sehr häufig gesellschaftlich sind, nicht immer, aber oft, die bleiben eigentlich außen vor und werden nicht mittransportiert, nicht mitreflektiert. Die sind oft ein Hintergrund für Probleme, sind aber auch die Wege, wie man sie lösen müsste und könnte. Und dieser theoretische Bereich wird immer mehr aus der sozialen Arbeit rauskatapultiert. Also bei uns wurde zum Beispiel die Soziologie auch immer dünner, ne? Wurde immer weniger. Und ja, und auch von der Psychologie her, also viele Leute, die ja aus der soziologischen Ecke kommen, sagen dann immer etwas abfällig Psychologisierung. Aber die Psychologie ist auch eine anspruchsvolle Wissenschaft und keineswegs immer individualisierend und sieht sehr wohl auch die Gesamtzusammenhänge. Aber was man von der Psychologie heute nimmt, das ist eben wirklich nur reines Verhaltenstraining. Es ist ein ganz schmalspuriger Ausschnitt, der also eine Rolle spielt, wo man im Grunde genommen Leute ja umerzieht quasi, ne? Dass sie etwas anders tun, als sie so spontan täten. Also dass sie klarkommen oder dass sie ja irgendwelche Kompetenzen erlernen, die sie nicht hatten. Aber es wird eigentlich überhaupt gar nicht nach einem gesamten Menschenbild geguckt, sondern es sind eben nur die Dinge, die derjenige können muss, um nützlich zu sein. Und da ist insofern ist auch die Psychologie theoretisch nicht wirklich gut abgebildet. Also von Gesellschaftswissenschaften ganz zu schweigen. Also insofern gibt es theoretisch ein Riesenproblem. Aber das ist so eine Entwicklung, die sich, sagen wir mal, schon auch länger angedeutet hat, noch bevor die neue Steuerung anfing, so 1990 und schon so, ja, eigentlich in den, ich würde mal sagen, ab 1980 mindestens, änderte sich dann das, die änderten sich die theoretischen Vorstellungen der sozialen Arbeit sehr. Also von daher ist es ein vielschichtiges Kapitel, Theorie. Um auf die Professionalität zurückzukommen, denke ich, muss ein Sozialarbeiter theoretisch denken können, was nicht heißt, dass er, wie ich das sehr oft erlebt habe, in seiner Diplomarbeit dann das aus der lerntheoretischer Sicht und aus psychoanalytischer Sicht und aus Soziologie und so weiter. So, und dann Punkt. Und dann kam ein völlig neues Kapitel, nämlich das Praxisproblem, und man konnte suchen mit der Lupe, wie lange man wollte, dass dann das Wort, dass irgendwas aus dem ersten Teil dann auch irgendeine Rolle spielte. Ne? Das finde ich also unzureichend. Also, ich denke, das ist auch nicht das, was die Theorie bringen kann. Die kann was bringen. Natürlich, wenn man mitten in so einer Situation ist, wo man schnell handeln muss, da kann man nicht sagen, lieber Klient, ich muss mal eben gerade ein Buch nachlesen oder muss mal eben tief nachdenken, da muss man was tun. Ne? Aber wenn man gewohnt ist, mit Theorien zu denken und umzugehen und überhaupt zu denken in der sozialen Arbeit, dann lernt man das auch. Dann ist das nicht zufällig, was man tut, sondern dann hat das auch einen Zusammenhang. Und die Theorien in der Professionsdebatte, die sich jetzt eben mit dem Thema Professionalisierung beschäftigen, Ja. glauben Sie, da gibt es irgendwann mal ein Ergebnis? Läuft das parallel nebeneinher? Also, ich meine, Profession ist ja nun auch ein schillernder Begriff, ne? Viele Leute bringen mit dem Professionsbegriff vor allen Dingen sowas wie Geld verdienen, völlige Unabhängigkeit, hohes Ansehen und so weiter ein, ne? Wenn man dies zugrunde legt, sind wir natürlich keine Profession. Wir verdienen weder viel, noch haben wir ein hohes Ansehen, noch sind wir unabhängig. Denn meistens ist die Sozialarbeit eine, die vom Staat finanziert wird. Ne? Wenn man aber andere Kriterien anlegt, die meinetwegen mit der Frage eben mit der inhaltlichen Arbeit zu tun haben. Also was mir immer am besten gefällt an den Definitionen ist die Fähigkeit, in unerwarteten und unklaren Situationen trotzdem gezielt und durchdacht handeln zu können. Ja, und nicht dann hilflos zu sein. Einer, der sozusagen nur Regeln kennt und Rezepte, der wird in einer unklaren Situation hilflos dastehen und nicht wissen, was soll ich denn jetzt machen? Einer, der mit einem wissenschaftlichen Hintergrund gelernt hat, also sozusagen selbst aus seinem Wissen heraus Lösungen zu entwickeln, der wird in der Situation handeln können. Und das ist eigentlich für mich das Zeichen für Professionalität. Und das erfordert aber eben, dass man denken darf. Na, wenn man nicht denken darf, dann ist man eben wirklich nur abhängig.
Und diese Frage der Abhängigkeit würde ja auch heißen, dass man sich sozusagen gar nicht wehren kann. Also, dass man eben gar nichts anderes machen kann, als nur hinterher tanzen. Aber es ist ja doch klar, dass zwar nicht die Masse der Sozialarbeiter, aber doch ein gewisser Teil durchaus kritisch ist und sozusagen aussteigt aus dieser Abhängigkeit und von außen drauf guckt und sagt, so geht's nicht, ne? Und das ist auch ein Zeichen von Professionalität, dass ich mir sozusagen und mich unabhängig von denen, die mich dirigieren, mir über meine eigene Aufgabe Gedanken machen kann. Also da steckt auch Professionalität drin. Deswegen ist sie so wichtig, dass die Leute eben, ja, und vor allen Dingen, das hängt auch noch damit zusammen, dass die Leute nicht sagen, ich bin Jugendarbeiter oder ich bin Familienhelfer oder ich mache, was weiß ich nicht, Berufsberatung oder so, sondern dass die Leute kapieren, dass sie Sozialarbeiter sind. Denn das ist der Beruf. Das andere sind Arbeitsfelder. Und es ist im Grunde das, was die Sozialarbeit im Kern ausmacht, ist in allen Arbeitsfeldern dasselbe. Aber man versucht natürlich, daraus ein Sozialarbeit zu behandeln wie so ein Sammelbecken von verschiedenen Berufen, die alle irgendwie so ein bisschen was Soziales gemeint haben. Und das ist eben nicht der Fall, sondern eigentlich ist Sozialarbeit eine Profession, die wirklich sich durch bestimmte Merkmale von anderen Professionen unterscheidet. Und das überall, in allen Feldern, kann man überall nachweisen. Aber das sehen die wenigsten so. Wenn sie mal jemanden fragen, auch einen Studenten, was ist soziale Arbeit? Oh Gott, es gibt kaum eine schlimmere Frage, ne? Und wenn ein Bekannter fragt, was machst du denn beruflich, dann sagen die meisten nicht, ich bin Sozialarbeiterin, sondern ich arbeite da und da, und dann beschreiben sie ihr Arbeitsfeld, ne? Weil das offensichtlich so eine ganz schwierige, diffuse Geschichte ist. Aber das zeigt auch, dass das Berufsbild eigentlich nicht vermittelt wird so richtig, ne? Also es ist nicht die Absicht der heutigen Ausbildung, dem Sozialarbeiter oder der Sozialarbeiterin klarzumachen, dass sie einen Beruf haben, egal was sie dann später tun. Ist offensichtlich nicht gewünscht. Und das ist aber mit ein Grund dafür, dass es dann hinterher so leicht ist, uns auseinanderzudividieren. Ne? Hier der Herr Buschkowski, der ja über Köln hinaus, Berlin, Köln, Neukölln hinaus bekannt ist, sagt er eben, ja, Jugendzentren müssen wir schließen, weil Erziehungshilfe so teuer ist. Ne? Und hetzt die beiden Arbeitsfelder aufeinander. Und schafft das auch zum Teil. Ne? Und erst wenn uns klar ist, dass das sozusagen für die Gesellschaft alle Bereiche nötig sind, ne? Dass eine Jugendarbeit nicht eine Erziehungshilfe ersetzen kann und umgekehrt, dann kann man sich zusammentun und gemeinsam da was gegen tun. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann, ja, dann reiben sie sich die Hände und sagen, prima, jetzt fetzen sie sich untereinander und dann haben wir unsere Ruhe. Ne? Aber das ist sehr beliebt. Und welche Aufgabe vermachen Sie quasi mit Ihren Schriften den kommenden angehenden Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern und auch denen natürlich, die schon in der Praxis sind? Welche? Na, welche Aufgabe quasi vermachen Sie? Ja, ich würde sagen, sich nicht einfach dem anpassen, was von einem verlangt wird, sondern sich darauf besinnen, was eigentlich der Beruf ist oder auch die Profession ist und was aus dem Fachlichen abgeleitet in dieser Situation eigentlich das wäre, was hilfreich ist, was wirklich den Menschen etwas bringt. Ne? Erfolg oder Effektivität ist ja ein betriebswirtschaftlicher Begriff und das ist das, was wir als Erfolg bezeichnen, ist unter Umständen was völlig anderes als da. Und also nur mal ein Beispiel, wenn das zeitlich noch geht. Irgendein Jugendlicher hat eine Erziehungsbeistandschaft, weil er in der Schule grottenschlecht ist und der Erziehungsbeistand soll ihn sozusagen durch die nächste Versetzung schleifen. Ja? Und Erfolg ist, wenn der also versetzt wird. Und dann kommt der Sozialarbeiter und lernt den jungen Mann kennen und stellt fest, dass es natürlich tausend Gründe dafür gibt, warum er in der Schule so schlecht ist. Und dass es wirklich wie im Zirkus wäre, wenn er sich jetzt hinsetzt und mit dem paukt, damit er gerade noch die Arbeiten irgendwie schafft, aber es hätte nichts geändert, ne? Hat also einfach zur Schule ein schlechtes Verhältnis. Sieht keinen Sinn im Lernen und so weiter. Und das sind eigentlich die Probleme. Und wenn man von daher den Erfolg
einer Erziehungsbeistandschaft definieren würde, würde das nicht heißen, der wird versetzt, sondern es würde ganz was anderes heißen. Ne? Der wird vielleicht nicht versetzt, aber er hat trotzdem inzwischen schon dieses oder jenes kapiert oder hat jetzt Spaß an bestimmten Dingen, die mit Wissen zu tun haben oder so. Ne? Und das wäre dann ein Erfolg, da würden die Betriebswirtschaft sagen, es interessiert uns nicht, der ist nicht versetzt worden, sie haben ihr Ziel nicht erreicht. Nicht? Oder aber er wird versetzt und ist trotzdem, das Problem wird immer weitergehen, weil eigentlich das, worum es geht, überhaupt nicht angepackt werden konnte. Also Sinne, unsere Ziele sind nicht die Ziele, die von außen an uns herangetragen werden. Die können sich mal decken. Natürlich gegen eine Versetzung hat auch ein Sozialarbeiter unter Umständen nichts, ne? Aber es ist nicht das, worum es geht. Und so können Sie das in allen möglichen Bereichen feststellen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Wie war die Frage? Na, eigentlich auch, welchen Impuls sie den Ja, also das ging jetzt zum Beispiel darum, macht euch klar, wenn ihr nach eurem Erfolg gefragt wird, ne, lasst euch davon nicht terrorisieren und tyrannisieren, sondern fragt nach dem, was ihr als Erfolg sehen würdet. Und dann setzt ihr euch auseinander und sagt, also wenn der in die Schule wenn der versetzt wird, ist das ja schön und gut, aber, ne? Und ich muss da und da ansetzen und da ist die Versetzung zweitrangig. Und ich brauche auch wahrscheinlich mehr Zeit, als wenn ich mit dem nur jeden Tag eine Stunde pauke. Und so weiter und so fort. Also geht von euren professionellen Überlegungen aus und fordert die entsprechenden Bedingungen. Und lasst euch nicht bieten, dass von außen die Leute kommen und sagen, wie ich meinen Blinddarm rausholen soll. Ja. Vielen, vielen Dank. Das Bitteschön. ist sehr schön.